Ja, Leute, da sind wir wieder bei Constructor und mir, eurem lieben Zigo. Dankeschön, dass ihr einschaltet in dieses grandiose, wunderbare, coole Spiel, wo wir derzeit versuchen... Wie mache ich das jetzt? Wo wir derzeit versuchen, unsere Mitleute zu auszurauben. Mein Junge. So, und dann klauen wir mal fleißig. Lecker. Mit unserem Dieb, der hier jetzt unterwegs ist. Ist überhaupt nicht auffällig, ne? Versuchen wir mal, die Einnahmen unserer Gegner zu rauben. Mal gucken, ob wir durchkommen. Da kommt er. Bis jetzt ist keiner da, der irgendwie verteidigt. Das ist gut. Aber er hat drei Leute in seiner Base. Könnte klappen. Ihr Dieb konnte mehrere Monatsmieten vom gegnerischen Team stehlen. Insgesamt betrug seine Beute 12.600. Sehr gut. So. Der bringt mir jetzt die Kohle und wir können weiterbauen. Wir können dafür sorgen, dass wir nach und nach unsere Häuser aufwerten. So wie hier, die Garage. Die produziert eifrig. Und ich würde sagen, dass wir dann auf dieser Plane hier links noch ein paar Mieter bauen. Ich finde, dieses Haus ist so ein typisches... Wir machen hier mal so ganz eine Idee, was wir jetzt machen. Drei von diesen Gebäuden kommen jetzt hier hin. Hallo, claro. Erstmal hier hin jetzt. Logisch. Ach, hey, beruhig dich. Der geht jetzt hier mal rüber und beginnt automatisch da drüben mit seiner Arbeit. Der Renovierungsarbeit. Und dann brauchen wir noch so einen. Und das geht wie folgt. Mit wärmsten Empfehlungen. Wenn du mich fragst, sind das nur dämliche Cowboys. Sind das nur dämliche Betrüger. Mechaniker aus drei freien Arbeitern erstellen. Wir haben derzeit nur zwei. Also drei ist noch gar nicht so möglich. Na, damit kann ich drehen. Rechte Maustaste drücken. So, okay, also jetzt mal hier rüber. Mein Hund macht mich gerade ein bisschen irre. Hey, nicht immer meinen Schuh wegtragen. Den muss ich ihn wieder wegnehmen. Moment. So, Moment. Da bin ich wieder. Irgendwie. Headset auf und ab dafür. Ich sehe gerade, hier blinkt was Böses. Hier, da. Ein gegnerischer Hippie ist unterwegs. Den müssen wir natürlich jetzt mit unserem Trupp ausschalten. Das geht. Die hier gehen darüber. Ja, hat funktioniert. So, jetzt einmal hier hin in dieses Haus. Und hier werden wir wie immer erstmal komplett Renovierung durchführen. So, das haben wir schon. Und dann auch noch. Zack. Hallo, logisch. Da rein. Dann renoviert mal fleißig. Und wenn sie fertig sind, dann lassen wir da Mieter rein. Und hier oben dann auch. Ebenfalls können wir jetzt Bäume pflanzen. Wir haben nämlich wieder ein paar.
Dann können wir hier mal zwei. So, die werden jetzt erstmal geliefert. Wir müssten fertig sein, dann mal darüber. So, und hier können wir jetzt dann fleißig, wie wir sind. Oha! Hey, du! Erstmal normale Leute einziehen lassen. Und die sollen. Wieso können die jetzt nicht. Da, so. Ihr sollt Mieter des Typs 2 herstellen. Und ihr nochmal Mieter des Typ 1. Den Geld haben wir derzeit genug. Ah, und zurzeit kann ich keine weiteren Mieter einziehen lassen, weil wir gar keine mehr haben. Okay, alles klar. Verstehe ich. Mein Junge. Wir holen unser Geld eh anders. So. Okay, hier werden Mythen des Typ 1 hergestellt. Hier Typ 2, hier Typ 1. Ah, schaut mal an, da ist sogar schon ein kleines Kind unterwegs. Logisch. Was? Was können wir denn als nächstes errichten? Ein Polizeirevier. Oh ja, das passt ja auch gut rein bei diesen ganzen Hütten. Und ja, dazu würde ich dann sagen, können wir hier ruhig nochmal so ein Mietsgebäude bauen. Hallo. Das heißt, ihr dahin und die andere Truppe hier, genug hergestellt, dahin. Hier links treffen wir jetzt schon auf die Grundstücke unseres Nachbarn. Mehrere Monatsmieten vom gegnerischen Team stehlen. 7200 haben wir eingenommen. So, und hier bauen wir das Polizeigebäude jetzt. Da können wir dann Schutztruppen hier hinstellen, die aufpassen, dass hier keiner durchdreht so ein bisschen, ne? Das ist recht praktisch. Oh, unsere Inspektion haben wir problemlos geschafft. Das ist auch sehr gut. So, haben wir hier jetzt eigentlich schon Mieter, die rein können oder immer noch keinen? Nee, haben wir noch nicht. Wie sieht's hier aus? Wann bist du fertig? In 40 Tagen gibt's einen. Und der hier unten ist fertig in. Oh, 104 Euro, der hat schon viel. Die sind schon etwas länger da drin. Logisch. Ja, Chef. Claro. Wer ist denn dran? Gleich ist es soweit. Da haben wir einen Mieter des Typs 2, der hier hinten einziehen kann. Wer hat gesagt, hier soll eine Hippie-Kommune entstehen? Sie haben von uns keine Erlaubnis erhalten. Wenn Sie hier Kommunisten und Anarchisten unterbringen wollen, sollten Sie die Bäder in allen Häusern des Grundstücks renovieren. Okay, nochmal Mieter Typ 2 bitte. Und hier soll ich die Bäder anscheinend renovieren. Weiß nicht, ob ich das mache. Kostet halt auch eine Menge. So. Hier wird auch fleißig Holz produziert. Wir haben derzeit 25. Dann können wir ein bisschen Steine wiederherstellen. Damit sind wir auch durch. Die warten jetzt mal hier und schützen das. Glückwunsch! Sie haben alle fraglichen Häuser in einen akzeptablen Zustand gebracht. Perfekt. Auftrag vom Bauamt abgeschlossen? Diese verdammten Linken. Du hättest ihnen sagen sollen, dass sie sich den Auftrag sonst wohin schieben können. Ja. Gut, aber haben wir hingekriegt.
Der patrouilliert jetzt hier, dass kein Stress entsteht. Das ist auch schon mal gut. So, oh, der baut hier heftig. Okay, wisst ihr was? Wir können mal was versuchen. Ah, der hat sehr viele Truppen hier eigentlich. Sehr viele Leute. Was ist denn das für eine Town Hall? Was macht die denn? Das schaue ich jetzt mir mal an. Und jetzt? Ist das so eine Art Rathaus oder was? Guck mal, ob wir hier ein bisschen Stress machen können. Was? Hallo? Claro. Was willst du? Are you having a laugh claro. or something? Claro. Ich kann doch aber irgendwie das auch einnehmen, oder? Ja, genau. So. Ein leerstehendes Haus auf ihrem Grundstück wurde von anarchistischen Hippies besetzt. Oh nein. Die linken Hippies kommen. Das Schöne ist, ich bin jetzt gerade böse. Und da die Hippies das besetzen, versuche ich ihm ein Wohnhaus ja, abzunehmen. Hat er ja schließlich bei mir auch. Kann ich da irgendwie was machen? Mit denen schon mal nicht, aber kann ich gegen Hippies sowas machen? Besuchen Sie Ihren Kumpel im besetzten Haus und beschäftigen Sie ihn, während ihm die rechtmäßigen Besitzer die Birne einschlagen. Das ist jetzt unseres. Sehr schön. Hey, du. Hallo. Claro. Was ist das Problem? Zaun. Ja, weil er noch kein Zaun hat. Ja, der kommt jetzt. Ja, wir müssen die... Ah, nee, ich lasse die Zimmer mal. Okay, das ist jetzt unseres. Das haben wir ihn einfach weggenommen. Komm her! Und er beschäftigt ihn jetzt gerade, sodass er rausgekommen ist und wir können ihn jetzt fertig machen. Und dann sollte er aus diesem Gebäude raus. Hallo! Hey! Hallo! Wunderbar! Ihre Steuer ist fällig! Ja. Ihre Zahlung ist jetzt fällig. Sie sollten mit Ihrem Bankmanager sprechen, um Ihre Steuern zu zahlen, bevor Zinsen fällig werden. Alles machbar. So, und ich glaube, wir haben ja auch noch... die Möglichkeit, Hallo. Weitere Objekte in die Häuser zu bringen. Aber das haben wir nicht schlecht gemacht. Und wisst ihr was? Wir können wir den das abschwänzig machen? Geht sogar. Ja, sehr gut. Oh, Moment. Mein Polizeibeamter hat hier wen geschnappt. Wen hat er denn? Ein Hippie. Ja, sehr gut. Okay. So weit, so prächtig. Wir schauen mal kurz. Wir können im Moment ja gar nicht noch mehr bauen. Das geht ja gar nicht. Mafia-Büro haben wir noch nicht. Also, oh, aber wir, das haben wir ihm jetzt weggenommen. Hallo. Claro. Hallo! Komm her! So, wir nehmen dem richtig ein Haus Hallo. Nach dem anderen weg.
jetzt auch noch seine Fabrik. So, Grenzen, also ich möchte das Ding hier komplett dem blauen Spieler abhanden kommen lassen, also komplett klauen. Müssen wir schauen, ob das auch funktioniert. Geld haben wir auf jeden Fall genug zurzeit. Haben wir unten auch drei von denen. Muss ich mal gucken, ob wir vielleicht einen neuen Mechaniker bald benennen. Ah, er will sich rächen dafür. Hallo. Claro. Veränderung im Bauamt. Wir sind jetzt im Beschlagnahmegeschäft. Beschlagnahmegeschäft. Drei weitere Bruchbuden wurden den Büchern hinzugefügt. Sauber. Ja, das Schöne ist, man wird hier sogar sehr schön dafür belohnt, wenn man sowas macht. Das finde ich gut. Ich merke gerade. Wer ist denn dran? Der eine hat sich ein bisschen verpieselt. Hallo. Möge es aber bitte wieder weitermachen. So, jemanden einziehen lassen, auch sehr gut. Der weiß doch gar nicht, wie ihm hier geschieht. Oh, da ist uns tatsächlich einer. Hat er uns echt abgeknallt. Verrückt. Okay, also unsere Bauarbeiter sind hier gerade eifrig am Kämpfen. Mit ihren Tackern. Das hier. Hallo. Immer noch nicht so ganz hingehauen. Los, auf ihn. Los, claro. So, das ist unseres. Er braucht ein bisschen neue Truppen. Claro. Wer ist denn dran? Claro. Renovierungsarbeiten abgeschlossen. Diese Fabrik gehört jetzt auch uns. Aufwerten kann man es auch, okay, aber wir wollen eigentlich, dass das Ding funktioniert. Dann machen wir jetzt ein bisschen Krach hier. So, ihr holt mir jetzt nur Geld rein. Hallo. Oh, hier brennt's. Bei mir brennt's. Das ist meins. Gar nicht gut. Okay, beruhig dich. Hallo, logisch. Hallo. Ja, er erweitert sich wirklich maximal. Aber okay, gut. Jetzt habt ihr auch. Oh. Jetzt habt ihr gesehen, was passieren kann. Wie man dieses Spiel spielt, es kann ein Hin und Her sein. Wenn man nicht genug Bauarbeiter hat, ja, verliert man nach und nach Leute. Wenn man nicht genug Geld hat, kann man irgendwann in die Bredouille kommen und. Und man kann seinen Gegner richtig fies beschäftigen. Und währenddessen baut sich der Rote immer weiter, immer groß auf. Ja, ich wollte euch mal Constructor HD zeigen. Das habe ich damit. Ja, und wenn es euch Spaß macht, auf Steam kann man es sich holen.
Ist auch noch ein bisschen günstiger auf anderen Seiten. Also von daher, ne, haut rein und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.